So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. So, heute nochmal die Fortsetzung von To the Moon. Habe ich die Tage schon gespielt gehabt und habe ich euch doch mal gesagt, dass die ganze Geschichte hier noch weitergeht, dass ich das nochmal antesten werde. Weil mich das Spiel auch persönlich interessiert. Wie gesagt, das Spiel heißt To the Moon. Und ja, hier kann man auch natürlich Freispiele einkaufen. Was da unten sein soll. Keine Ahnung. Okay, 20,70 €. Dann legen wir mal los. Musik im Hintergrund habe ich natürlich ausgemacht. Gibt es direkt Ohrenkrebs. Grüße jetzt mal alle zusammen. Dann schauen wir mal nach. Ja, 8 Freespins. Ja, und man kriegt dann auch praktisch pro Balken dann auch nochmal ein Wild dazu, das heißt ein Freispiel dazu. Und der bleibt stehen und kombiniert dann jeweils die Gewinne, die dann da drin also mehr oder weniger gezeigt werden. So. Das fängt an zu kombinieren und sucht sich dann jeweils ein Symbol raus, was dann kombiniert wird, so wie hier zum Beispiel diesen Anhänger oder was das da sein soll, keine Ahnung. So. Und dann geht es dann pro Runde immer wieder weiter. Schönes Spiel. Okay. Gewinne bis jetzt ein bisschen mager. Aber da kann sie jederzeit dann auch diese sogenannten Balken da noch reinwerfen und weiterhin dann kombinieren. Und da geht dann natürlich dann wahrscheinlich auch über 6 Ebenen dann auch nebeneinander. Habe ich noch nicht gehabt. Ich glaube 4 hier. Oh, das ist das stärkste Symbol. Aber nur 3 da. Schade. Zinnerchen. Ja gut, dann gehen wir gleich dann nochmal direkt weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob man am Anfang hier auch mehr Spins bekommen kann als 8. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, da ist wohl alles identisch. Oh, eine WC-Runde. Danke. So, also ich finde das Spiel wirklich gut gelungen. Klar gibt es natürlich andere Spiele, die von dem Gewinn her wesentlich mehr schmeißen, aber trotzdem können wir so zwischendurch mal immer wieder zocken. Oh, der bleibt stehen, wie man gerade sieht. Er bleibt auch stehen. Ab dem dritten wird dann kombiniert. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und da kommt immer jeweils ein Freispiel dazu, wenn so ein Balken dann runtergeschossen wird hier. So. Da passiert gar nichts. Ich glaube, die Runde ist mausetot. So, was fängt an?
Planeten reingeben, diesen Köttel da oder Meteoriden, keine Ahnung, was das sein soll. Da habe ich das höchste, glaube ich, 4 gehabt. 4 Balken manchmal. So, 4,32 Euro dünn. Und da kommen wir dann mal direkt nach. So. Fängt ja schon mal ganz gut an. Ein super Start. Tja, das sieht ja schon mal ganz entspannt aus. Wenn wir ein oder zwei noch dazu schießen, dann ist das schon mal ganz gut. Und schon mal nichts. Oh, schade. Es kackt da doch ein bisschen ab. Der Vorlauf war super und jetzt habe ich gedacht, da kommen noch ein oder zwei Balken dazu. Ne, macht er doch nicht mehr. Schade. Spiel ist sehr interessant, Leute. Wie gesagt, To the Moon heißt das Spiel. Jawohl, einer wieder dazu. Das war ein bisschen knapp. Mal gucken, was er jetzt kombiniert. Jetzt wird es schon interessanter. Den haben wir noch nicht gehabt. Was hat er, eine Rakete oder was? Keine Ahnung. Gewinnen wir nochmal 12 Euro. Ah, ist ein bisschen dünn. Mal gucken, ob er dann ein anderes Symbol noch bieten kann. Ah, schon wieder dieser Köttel da. Ah, scheiße. Da ist von Nordisch durchgerutscht. Jawohl, noch einer zu. Schön. 5 habe ich noch nicht gehabt. Ah, wieder dieser Kackköttel da, ey. Ah, schade. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ne, das Symbol ist natürlich scheiße. Aber interessant, das mal zu sehen. Also, da kann schon einiges bei rumkommen. Wenn man natürlich dann dementsprechende Symbole noch hat, ne? Mich dann mal interessieren, wenn er eine komplette Batterie dazu baut an Balken. Aber immerhin, sehr interessant. So, gehen wir nochmal weiter rein ins Detail. Das ist natürlich immer super, wenn er anfängt sofort mit so einem Teil. Auch gut. Schöner Start. Ist auch ähnlich wie bei Fat Banker, nur mit anderen Symbolen. Da ist natürlich auch hier der Vorlauf ganz wichtig. Ja, wie man so sieht. Oh, das fängt ein bisschen an zu stocken. Und ja, ich glaube, die Runde ist durch. Ja, der schimmelt da so rum. Oh, und dann noch eine WC-Runde. Nicht schlecht. Okay, die Party geht weiter. Wie gesagt, 20 Cent Einsatz hier.
Auch nicht schlecht. Also er hat wahrscheinlich genau 3-4 pro Runde geben, so wie es aussieht. Also er hat hier nämlich gerade 2 reingebrettert hat, mal eben. Da werde ich auf jeden Fall mal öfter spielen. Oh, mal eingespielt, schon wieder verrückt, ey. Verdammt nochmal, habe schon gerade eine Banane gegessen, hatte ich da am Rumoren, ey, wie die Pest. Leute, lasst euch nicht irritieren, der kommt nicht vom Spiel, der kommt von meinem Magen her. Ich habe immer noch eine Magenschleimhautentzündung. Boah, schade, das hat er natürlich schlapp gemacht hier. Das war natürlich weniger schön. Okay, dann ziehen wir da nochmal sofort nach. Oh, jawohl. Aber das ist dann schon ein schöner Start hier, ne? Ich bin ja mal gespannt. Okay, das ist noch uninteressant, finde ich, auch vor allem mit dem Symbol. Jetzt viel interessanter ist natürlich der Nachlauf. Ob er da natürlich in der Lage ist, da mal noch einen nachzubrettern oder zwei. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Aber hab ja noch einige Spins. Und ja, schon wieder diesen komischen Saturn oder was da sein soll, Planeten. Ah, wieder die drei Kötter da. Schade, schade, aber nichts mehr dazugekommen. Ist auch ähnlich wie bei Fettbänker, finde ich. So, man freut sich dann, wenn man manchmal so 5 Säcke hat und dann auf einmal bumm, scheißt er dann ab im Spiel. Ja, eine Medaille oder was das sein soll hier, keine Ahnung. Er muss ja noch zügig weitermachen. Ist ja egal, auch wenn er jetzt noch ein, zwei dazu zieht, dann ist es noch okay. Aber schade, war ein schöner Start eigentlich. Vorletztes Spiel. Ja, das war schon echt schwacher Abgang, muss man sagen. Letztes Spiel. Keine Verlängerung mehr, das war's. Der Drops ist gelutscht. Ja, da machen wir noch mal eine Drehung hier, ganz entspannt, und dann kommen wir mal langsam zum Schluss. Naja. War schon schade. Aber die Reise geht weiter. Auch nicht schlecht, 2 Spiele dazu. Der muss öfters kommen hier. Hier ist schon eine Batterie. Und dann Möglichkeit über mehrere Ebenen. Hier mich nicht, ja. Wie der Alien-Fratze da. Könnte sogar noch was werden, die Runde. War ja schon durchgelaufen, habe ich gesehen gerade. Einfach ein Greifarm oder was soll das sein hier? Keine Ahnung. Ach, wieder diesen Köttel da. Und vorletzte Runde, jawohl, noch einen nachgedrückt. 3 Spieler zu. Dafür noch 2 Spieler. Ganz entspannt. Und den Scheißköttel leider rein. Boah,
auch wieder dieses Kackding. Und haut er noch einen rein, haben wir noch ein Freispiel dazu. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es den Bruder jetzt gibt zuletzt. Ah, wieder diesen Scheißkettel da. Na gut. Kann man sich nicht beschweren. Ist ja nicht in oben per se. Aber noch eine Runde da. Oh, glaube ich auch nicht schlecht als Symbol. Und 20 noch hinterher geschossen. 30, ne? 40? Hammer. Weiter die Reise. Schöner Abschluss noch. Oh, so viel haben wir nie gewonnen im Spiel. 100er. Schön. Hammer. Tolle Runde. Schön. Ja, Leute, das war's. Donner Plus gemacht. Super Spiel. Spiel heißt To the Moon. Wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, Leute, schaut gerne in meiner WhatsApp-Gruppe nach. Der Link wird nach dem Video gepostet unten. Dort wird ihr mehr erfahren über die Spiele und dort könnt ihr mich natürlich auch persönlich ansprechen. Viel Glück noch, Leute, beim Zocken und bleibt natürlich gesund bei dem Wetter. Wir sehen uns. Ciao.